Hallo zusammen und es geht mal wieder weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Nach Midas Mission und dem Travis Scott Event habe ich jetzt mal wieder Lust auf eine gepflegte Runde Duos vor dem Abendessen mit meinem bekannten Teammate. Ich habe dran gedacht, dass ich ja mit goldenen Waffen Kills machen muss, als ich die Midas Herausforderung gespielt habe. Und das habe ich dann ja heute mit... Kills machen. Es gab doch eine Herausforderung bei Midas mit legendären Waffen, ja. Kills mal. Habe ich ganz Zeit vergessen, weil ich aber nur mit der Pump gespielt hatte oder mit der Sniper. Und die waren ja nie legendär bei mir. Und dann habe ich das. Dann hatte ich noch die Herausforderung, Loote tun. Ja, und dann habe ich das in einem Abwasch alles gemacht. Ich habe dann noch eine Runde Gruppenkalle gespielt und habe, glaube ich, drei Herausforderungen auf einmal einfach schnell gemacht. Habe ich mir schnell den Midas erspielt. Und dann, hat es mich so zusammengesammelt, da habe ich mich dann nochmal hingelegt, ey, weil da war ich fix und fertig dann. Also der Midas, das hat ja bei mir auch sich wie Kaugummi gezogen, bis ich die Metz zusammen hatte. Ich hatte ja das probiert mit dem Regenschirm zu machen, mit dem Golden, aber mit dem Kingsman hat das ja leider nicht geklappt. Der wird ja leider nicht als Waffe akzeptiert. Du hast auch Waffen dann aufgerüstet, oder? Oh, ich sammle gerade hier mal eine XP-Münze ein. Die ist mir gestern Abend schon aufgefallen. Und irgendwie hatte ich die verpennt einzusammeln. Und sorry, was hast du gefragt? Hat es bei dir auch so lange gedauert, bis du dann Waffen aufrüsten konntest? Nee, in Gruppenkeile habe ich sofort goldene gefunden. Ach, ja, Gruppenkeile, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Wie gesagt, ich spiele nicht ganz so gerne Gruppenkeile. Stimmt, hast du. Ich jetzt auch nicht unbedingt, es geht halt einfach am Stress. Ja, ich hätte es in Gruppenkeile machen sollen, das hast du recht, das wäre einfach gewesen. Ich hatte halt einfach keine Nerven mehr, ich wollte einfach mich hinlegen. Nein, den Abend, wo ihr gesagt habt, wie heißt es, ihr spielt noch eine Runde Gruppenkeile, ich kümmere mich ums Video. Da wollte ich euch dann wieder beitreten und da habe ich gesehen, dass ihr stundenlang Gruppenkeile gespielt habt. Also ich war nach der einen Runde sofort draußen. Und ich war offline. Ja, du warst sofort offline, ja. Die anderen haben dann noch Gruppenkeile gespielt. Dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du... Die anderen zwei, ja. Lucien will mit uns spielen. Also wir gleich zu viert, das ist sehr gut. Ich hab... Du kannst die mitnehmen. So, hast du schon? Ne, hab ich nicht. Doch, der ist beigetreten. Jetzt ist er beigetreten, ja. Oh, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Das da, komm her, damit. Können wir gleich mich zu viert spielen. Jawohl. Aber geiles Live-Event, echt geil. Ja, war gut, Live-Event. War gut, hab ich auch gedacht. Also, deshalb habe ich gedacht, ach, das Star Wars Event? Das gibt irgendwelchen Klump, weil ich ja nicht so auf Rap stehe. Aber fand ich gut. Ich meine, ich kenne die Lieder, die er spielt, weil ich viel Musik höre. Also ich höre so querbeet, alles Mögliche. Das eine war, glaube ich, ein neues Lied von ihm. Ja, das The Scots war neu. Das andere, das haben wir hier schönes Nix. Das eine war neu, ja. Dieses Scots war neu. Hier ist ein Heal Gun. Und die Herausforderung hast du auch fertig, oder? Ja, ich hab alles. Bis auf Angeln, aber das ist die tägliche. Klingt, kann man mitnehmen. Ich krieg ja immer diese Loot-Herausforderung. Loote hier, loote da. Okay. Aber das macht mir am meisten. Die sind, glaube ich, die am meisten kommen. Looten? Ja. Aber das muss ich sagen, das mache ich auch gerne. Ja, ist einfach. Geht schnell. Na, was lasse ich jetzt hier? Was lasse ich jetzt hier? Nee, das will ich alle behalten hier. Hallo? Hallo, Lucien. Hallo. Hi. Alles klar. Ja. Hast du Live-Event auch angeguckt? Heute früh per YouTube. Cool, cool. Von YouTuber, das ist geil gemacht.
Hier sind nochmal Minis. Ja, ich habe schon 6. Ich weiß ja, nehme ich welche mit, dann lasse ich Granaten hier. Ich würde ja gerne Granaten mitnehmen, und ich lasse die Bandys hier. Komm, dann nehme ich die Minis mit, ist besser. Ja. Oder komm, lass die Maschinenpistole hier. Komm, die brauche ich nicht. Aber das so rum. Haben wir eine Fernkampfwaffe. Gucken, ob das wieder eine bottige Runde wird hier. Das wird bestimmt eine bottige Runde, weil die haben ja die Bots übelst erhöht. Ja, ich hab das ja heute in Solo gemerkt. Das war ja fast alles nur Bots. Ja, das ist. Die Heavy Sniper müssen noch da sein. Die kannst du dir ja gleich krallen. Dann. Gibt's doch nicht noch 25 Gegner? Hubschrauber ist noch da. Was ist das denn? Keine Ahnung, was hier los ist. So, der erste ist schon am Schlafen drin. Gut, ich glaube, der hatte die Heavy. Da kannst du gleich mal hinschauen. Nee, der hat keine Heavy gedroppt. Gegner! Gegner, David! Wo? Den ich gerade platt gemacht habe. Der eine hat Shieldbreak, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Der Scheiße, der ist los. So. Ist erledigt? Der ist echt los. Der hüpft Känguru hier! Das ist unverschämt. Oh, Scar, David. Oha. Ja. Und Blue Shark und Blue Tech. Da bringt uns jetzt hier... Check auch noch. Das ist Scar, David. Ich hab doch die Scar. Aber wo hat der Oberheinrich jetzt die Heavy gedroppt? Die liegt ja nirgendwo. Hä? Ich hab die doch platt gemacht. Oder hast du die, David? Doch, die ist... Nee, ich hab die Heavy nicht. Die muss hier sein. 100%ig muss die... Ich hab die noch platt... Ich hab die noch platt geschossen. Ach, nee, der ist hier noch. Der ist hier noch, der Heini. Gegner? Gegner? Oh, Bot. Das war kein Bot. Nee, oder? Aber... Ah, der war schlecht. David, Junge, was ist mit deinem Aim heute los? Haben wir noch einen übrig gelassen von den Heinis? Noch einer? Was ist denn sie denn Filz, David? Ja, egal. Oh, ich hab was auf die Fresse. Absicht. Das ist ein echter auf jeden Fall. Das war ein echter, ja. Der No-Skin war. Der No-Skin war echt. Ja. Ach, der ist schon okay. Boah, da unten kommt er noch. Aber wir müssen in die Zone. Wir können uns einen Heli schnappen, was meinst du? Ja, holen wir uns einen Heli. Da vorne. Jetzt sind wir da nicht. Sie haben wir haben High Ground da oben. Snipe da oben. Nein. Da geht's raus hier. Hat angeschossen. Da oben. Wollen wir mit Heli hoch? Oder mit Jumpen? Nee, mit Jumpen ist nicht. Der eine baut sich gerade zu. Da oben. Du kannst ja mit dem Dings reinschieben, dort Rocket. Snipe auf, Chris, snipe auf. Wollen wir mit Heli? Jetzt? Holt! Scheiße! Ich konnte nicht mehr zubauen! Mach ihn fertig. Ne, mach ihn fertig erstmal. Er ist fertig. Ja, aber der nächste kommt. Ich konnte nicht zubauen mehr. Ich place Jumppad. Ja. Wir müssen jetzt hier weg. Ja. High ground. Los, 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 weg. Hier. Emma klemmt! Oh. Emma klemmt! Ich hab da noch ein Jumppad. Ja, ich hab. Ja, hielt euch erstmal, hielt euch erstmal. Hielt euch, genau, hielt euch erstmal. Guck mal, da ist doch ein Heiler-Heli. Guck mal, der Heli davon ist noch Heiler. Die fighten gerade. Ja, die lassen wir auch fighten da oben schön.
Einer! Es ist nur noch einer! Und Waffen nachladen. Ja. Es fällt noch alles runter. Du kannst es snipen da oben. Da ist einer. Das ist der letzte. Genau, das ist der letzte. Na kommst, traust du dich, Kollege? Keine Panik. Die habe ich nie. Oh, fast. Oh, der hätte so ein bisschen warten müssen. Ich weiß, er hat seinen Rüssel rausgesteckt, habe ich gesehen. Ja, warte, warte. Jump-Pad. Nein, ihr könnt laufen, alles gut. Unter euch ist die Zone. Er ist runter, er ist ganz unten. Muss. Ja. Bau, Chris, bau. Nicht ganz nach unten. Bleib da, genau, bleib da. Das ist die gute Position. Hier ist der. Wo? Über dir. Noch im Sturm? Bei David. So. Ah, RPG. Oh, fuck. David, pass auf. Gebaut. Warum ist Emma jetzt hier am Boden? Sag du Scheiße. Hab ich jetzt Zonendruck gekriegt? Ich breche ins Essen. Egal. Pass auf, David. David, pass auf. Er kommt von oben. Lass ihn. Mach ihn fertig. Ich bin abgerutscht gewesen. Er kommt. Ein Kill hat er nur, der Kerl, mich! Ist so lachhaft! Der hat die ganze Zeit gecampt, heißt das ja. Das hätte ich jetzt nicht so laut sagen dürfen, ich habe auch nur einen Kill. Das haben wir jetzt wohl im Sack. Ich sag schon mal danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut.